Das sagen wir wirklich heute, das ist genug. Bist du stich? Ich teile doch, Bruder. Guck mal hier, warte. Ha. Der Typ, der ist da vorne beim Laden, der wartet auf mich. Wir treffen uns, du gibst mir das Geld morgen. Oder soll ich dir sagen? Oh, schon wieder zu spät, ich glaub's nicht, Mann. Ahmed, oh mein Gott, ich werd mich so rächen, du Hund, ich bring dich um! Okay, ganz ruhig, Bruder. Erstmal ganz normal reden. Oh, Habibi! Hey, Bruder, wie geht's dir, Bruder? Ja, Bruder, was machst du hier, Bruder? Wie geht's Familie, Bruder? Alhamdulillah, wie geht's dir? Alles gut, Bruder. alles gut, wie geht's dir? Alhamdulillah, Bruder, alles gut. Warum bist du nicht schön, klasse, Bruder? Hat doch schon angefangen, lange. Bruder, ich wollte noch eine Kero, Bruder, was? Nochmal! Okay. Ich geb dir eine, Bruder. Was brauchst du, Bruder? Hast du eine, Bruder? Wie geht's dir sonst, Bruder? Bruder, die erste Ghetto schmeckt scheiße, Bruder. Ja, Bruder, Bruder, wie soll's mir gehen? Mir geht's super, Bruder, ja, ich hab einen super Tag gehabt. Schön, Bruder, tut mir leid nochmal, wegen letzte Mal. Ah, wo du mich hast? Das nicht, Bruder. Das ist wegen Sebastian, Bruder, weil ich hab den noch gefasst danach. Ich hab mich gerecht, Bruder. Ja, ich glaub dir, alles gut, Bruder. Wegen dir, Bruder, weil du bist mein Bruder, Bruder. Versteht? Du bist mein Bruder, Bruder, Bruder. Keiner ist mein Bruder. Ja. Deswegen, ich hab mich gerecht an Sebastian, Bruder. Ja, okay. Walla, die scheiß Mundi, Bruder. Dieser Mundgeruch von dieser Lehrer. Die sind schon oben, Bruder. Diese Schule steht für Courage und kein Rassismus. Amana Chachtem, Chojo. Zu klein. Entschuldigung, die Verspätung, meine Herren. Das sagen wir wirklich heute, das ist genug. Nein, das geht wirklich gar nicht mehr. Ich komm jeden Tag zu spät. Hör mal, hier werde ich jetzt aufgeschrieben, Mann. So, Aziz und Ahmed, setzt euch vorne hin, los, sofort. Vorne hinsetzen. Entschuldigung. Das geht doch nicht, dass ich jeden Tag zu spät kam. Entschuldigung. Langt's bei euch oder so? Ja, alles gut. Ich hab den Bus verpasst. Der Krümmer. Nein. Sie haben nicht den Bus verpasst. Das ist eine Ausrede, die kenne ich auch vom 15. Lebensjahr. Hör mal, das kenne ich auch. Das ist keine Ausrede. Fragen Sie ihn doch, ja. Ich hab den Bus verpasst. Nein, nicht haben Sie ihn doch. Was willst du sagen, Sebastian? Ich habe unseren Bus verpasst. Ja, also die Sache ist, der Bus kommt dreimal. Also kommt nicht verspätet, das geht nicht. Danke, Sebastian. Wie geht das? Sagen Sie es mir. Der Busfahrer, ich bin da hingegangen und der Busfahrer, der hat die Türen vor meiner Nase geschlossen. Ich hab's auch gesehen. Uns beiden, weil wir, ja, keine Ahnung warum. Wenn ich das nochmal sehe, werden Sie beide aufgeschrieben und kommen mit mir zum Büro. Haben wir uns da verstanden? Ja, Herr Krömer. So, Sie wurden jetzt aufgeschrieben. Ich will jetzt nicht nochmal hier in dem Unterricht noch eine Störung haben. Ja, okay. Okay, aber hat uns... So, dann fangen wir mal an mit dem Unterricht. Was jetzt los? Ich habe jetzt gerade eine Meldung bekommen auf meinem Mobiltelefon, dass wir eine Stunde lang Pause haben, weil wir eine Sitzung haben mit den Lehrern. Haben Sie mal Glück gehabt heute? Haben Sie eine Stunde lang Pause? Gleich bitte wieder pünktlich in den Unterricht kommen. Ey, Bruder, sollen wir Cafeteria gehen, essen? Wie ist das? Lass gucken, Bruder, was die haben. Vielleicht haben wir da diese Baba-Döner, Bruder, für 3 Euro. Weil inzwischen Döner kostet ja 8 Euro, Amen. Guck mal, diese Krabbe, Bruder, der nimmt auseinander, diese Essen. Guck mal. Der will dich teilen. Was ein Geier, er ist ein richtiger Geier, Bruder. Macht mal Platz hier, weg! Komm hier, Bruder. Ah, so, Bruder, gönn dir, Bruder. Heute Baba essen. Baba. Was ist das? Rett dich, Amen. Aziz, Ahmed, ich möchte auch was. Warte eine Minute. Dann geh dir selber was holen, Bruder. Ja, ich nehm Bruder. Jetzt. Ey, gib mal mein Ding her! Hier, Bruder. Ey, was machst du da? Verpiss dich, Bruder. Aber ich hab Hunger. Bist du stich? Soll ich abstechen? Bitte. Geh weg. Bitte. Da war Sucuk, Bruder, ja? Sucuk ballert böse. Bruder, das ist krasses Essen, ich sag dir. Verpiss dich! Bruder, ich krieg dieses Sucuk nicht. Ich will ganz ehrlich dieses Sucuk. Hinter dir, Bruder. Olo, verpiss dich doch! Jani, reicht's! Hab ich gezahlt oder du? Reicht's! Das ist wie ein Popel, Bruder, der Typ fuck mich nicht. Du musst aber auch teilen, ist die Sache. Ich teile doch, Bruder, guck mal hier, warte. Ich geb dir, komm, ich geb dir. Nimm. Ja. Hier, nimm, Bruder. Achtung, mach Mund auf. Oh, du hast drei Sachen. Oh, ich hab Sucuk! Warte, ich geb dir den Brokkoli. Ich glaub, der frisst das gar nicht. Ja, genau. Der hat mir nicht ins Gesicht gehauen. Oh. Was ist denn wieder los? Aziz und Ahmed, wieder die Problemschüler. Gucken Sie mal ins Gesicht. Wir haben bezahlt für das Essen und er will von uns auch was haben, Bruder. Das gibt's nicht. Das? Ja. Hier, Brokkoli, tut dir mal ganz gut hier. Das ist er doch gar nicht, das ist er nicht. Pass auf.
Und? Nee, will ich nicht. Es geht einfach nicht, dass sie Schüler schlagen. Das ist wir wollten unser nicht. Essen klauen. Wir wollten nur das uns wehren. Trotzdem, Gewalt ist keine Lösung. Sie wissen auch unser Image. Also Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Das ist oder nicht? Das ist nicht erhört. Das ist probieren Sie mal. Erhört, probieren Sie mal. Was ist denn das? Sujuk. Schwein? Nee, Sujuk. Schweinefleisch, extra Schweinefleisch, weil ja, ich ja. bin so gegen Halal. Witziger, ja. Also ich bin gegen Halal. Schweinefleisch ist sehr wichtig bei mir. Kennt ihr die Schweinesuppen? Bitte schön, noch eins. Oh, wirklich sehr lecker. Oh, sehr lecker. Ich wollte nochmal euch allen einen schönen Tag wünschen, weil wir haben heute noch mehr zu tun. Wir haben noch eine Vorlesung mit den ganzen Lehrern und ja. Mit Käse kannst du auch essen. Heute ist der Tag für euch hier in der Schule beendet. Ihr könnt nun nach Hause fahren oder nach Hause gehen, je nachdem. Und aber die Hausaufgaben. Wunderschönen Tag bei dem sonnigen Wetter, ne? Lasst aber was mit den Hausaufgaben? Halt deine Fresse! Keine Hausaufgaben! So, jetzt bin ich bereit. Ich werde mich rächen. Ich werde es dir zeigen. Ich weiß genau, was ich mache. Oh ja. Oh, Jim, ich weiß, was ich hier tue. Ja, ich würde mich jetzt gerne anmelden. Sebastian? Ich will jetzt mich anmelden. Ja? Alles gut, mach weiter, Sebastian. Hi erstmal, ne? Hi. Warte mal kurz, willst du dich anmelden zum Trainieren oder willst du hier an den Automaten und essen gehen? Ne, ich will ja trainieren. Was du was trainieren niemals im Leben. Wenn du willst, kannst du hier essen gehen und so weiter. Du trainierst hier nicht. Ey, Chef, ich war vor. Hallo, ich bin hier wegen Probetraining. Okay, passt. Probetraining, ja, okay. Siehst auch stabil aus. Ich wollte schon sagen, Probetraining kannst nach hinten gehen, wenn du willst. Komm. Danke. Getränk ist umsonst? Kostet normalerweise extra, aber nimm. Oh mein Gott, was für breite Leute. Oha. Oh mein Gott, was ein Wesh. Boah. Was ein Monkey. Alles gut, Bruder. Wie geht's? Alles gut? Sehr gut, sehr gut. Wow, Roblox, Motherfucker. Oha. Ich muss die Leute zu mir bringen. Ich muss denen sagen, die kriegen Geld. Und dann entführen wir ihn. Ich entführe ihn. Er wird sehen, was er davon hat. Oh, geil. Chef. Chef. Ja. Wollen Sie Geld verdienen? Ja. Folgen Sie mir. Sir, wollen Sie Geld verdienen? Ja, immer. Kommen Sie mit. Wollen Sie auch Geld verdienen? Oh, sowas von. Wollen Sie auch Geld verdienen? Ja, Bruder, was ist los? Wollen Sie Geld verdienen? Ja, normal, Digga. Wollen Sie, Ralf, wollen Sie Geld verdienen? Ja, Bruder. Natürlich. Oh. Setzt euch. Also, Chefs, hört mir zu. Ich weiß, ihr seid alle breit, ihr seid alle stark. Ich suche Leute, die auf jeden Fall stark sind, weil ich möchte euch Geld geben, so viel Geld, wie ich hab. Ich hab sehr viel Geld. Ihr müsst jemanden für mich entführen. Ist nicht so schwer, wie man denkt. Ich glaube, ihr breiten Leute, ihr kriegt das auf jeden Fall hin, dass ihr den... Ihr werdet von mir bezahlt. Ich treffe mich um 22 Uhr mit ihm. Seid ihr dabei? Ja. Perfekt. Sag mir Preis. Bruder, du kannst davon 1000 Stück holen. Diese Preis. Was machst du? Wie verdienst du deine Geld, da? Diese brauchst du nicht mehr. Glaub mir. Hey! Alles gut. Hey, gut. Das wirst du nicht weg. Alles gut. Okay, folgt mir. Also, Jungs, meine breiten Freunde. Der Typ, der ist da vorne beim Laden, der wartet auf mich. Ich gehe mit denen rein, ich mache auf Bläs und so. Sobald ich vom Laden rauskomme, ihr geht auf den drauf, ich schlag den kaputt, okay? Ganz wichtig, wir nehmen den mit. Okay, gut. Wartet auf mein Zeichen. Wo ist der Hund? Ewa! Oh, wie geht's dir? Wie geht's dir, Bruder? Alles gut, Bruder. Wie geht's dir, Bruder? Komm, schaukeln, Bruder. Oh mein Gott, wird mir schlecht. Oh, mir auch. Ey, lass mal runter. Oh mein Gott. Ey, Bruder, wie geht's dir? Alles gut? Hast du gut geschlafen? Bist du Kind geworden, Bruder? Ja, Bruder, ich will spielen, Bruder. Wo ist das Problem? Komm, lass mal Getränk holen, Bruder. Komm. Ich geb dir heute aus. Wo warst du? Bruder, ich hatte viel zu tun. Ja, ich hab dich vermisst. Ich musste direkt an dich denken, Bruder. Ich hab dich auch vermisst, Bruder. Ich war heute noch bei deiner Mutter. Ich hab die gesehen, Bruder. Die war einkaufen da hinten. Die hatte Walla Haram, Bruder. Die hatte so zwei dicke Tüten, Bruder. Mit Einkauf hier von die Laden. Ich hab dir geholfen. Ich bin hochgegangen mit ihr. Ja, damit du weißt. Die Arme, Walla, ich konnte nicht sehen. Die Arme wird immer älter. Kannst du nicht lassen. Ja? Was ein das ist, ey. Ganz kurz, du. Der macht das extra, damit die Leute sagen, was ist der den jetzt trotzdem. Ich kann einkaufen, wenn du willst auch. Ach was, alles gut. Komm, Bruder, wir holen ein Getränk, Bruder. Komm. Oh, ich hol so ein Baba Eidam. Boah, Bruder. Mucho Ninoko, Bruder. Willst du hier Ding, Bruder? Ja, gib hier, Bruder. Getränk, Bruder. Oh, ein Bibi, Bruder. Baba, Bruder, komm. Ey, Bruder, sollen wir auch so Yum Yum mitnehmen, Bruder? Ich kann das nicht trinken, Bruder. Warum? Ich kann das nicht trinken, Bruder. Ja, lass tauschen. Bibi, Bruder. Das erinnert mich...
meine Ex wie ich, Bruder. Egal, ich nehme. Alles gut. Auf deinen Nacken, Bruder. Hallo. Okay, heute auf meinen Nacken. Hier. Eine Sekunde, ich komme gleich wieder, ja? Ich komme gleich wieder. Einmal. Wie läuft's? Alles gut? Gutes Geschäft. Was macht der denn da? Merhaba. So, Janne, was kostet diese alle hier? Das ist, Bruder, ich brauche viel zu Hause, Bruder. 1000 Euro, du kleiner... Was hast du hier geholt? Für was brauchst du das? Du bist ein Junge! Durchscannen, Bruder. Durchscannen, Bruder. 27.000. Hier noch ein Sechser. Du trinkst nicht mal Bier! Das ist alkoholfrei, Bruder. 27.075 sind. Zeigen Sie mal her. Oh, hier, Bruder. Hier, der hat recht. Guck hier vorne, Bruder. Hier vorne. Warte mal an, das steht da wirklich. Ist nicht gut. Kalas, ich fick deine Mutter, du. Ja, hier, nimm diese Geld. Hier, nimm. Ich hab Auto hier vorne geparkt. Das ist kein Thema. Komm mit, Bruder. Auto ist hier geparkt. Danke nochmal, Bruder. Ja, danke. Alles gut, Bruder. Genieß! Hast du Kassenbon mitgenommen? Falls kaputt geht, dann kann man ja wieder zurückgeben. Nein, Bruder, dann kaufe ich neu, weil das erste Mal habe ich ja nicht... Ach so. Boah, wer sind denn diese Leute da? Was hallo, Jungs. Salam, Jungs. Alles gut? Hey, alles gut. Hallo. Bleib stehen. Ey, BAM! Hilfe. Bleib stehen! Holt ihn euch! Okay, ihr habt ihn aufgefressen. Tamam! Nimm den mit! Wach auf! Gib dir eine Faust! Hallo! Hör mir jetzt zu, ich rede mit dir. Guck mich an! Weißt du, warum ich hier bin? Pikachu, gib den meine. So. Hör mir zu. Ich hab deiner Mutter geholfen. Hör mal zu, du hast meiner Mutter nicht geholfen, du kleiner Lügner. Ich hab meine Mutter gefragt. Du warst da gar nicht, du hast gelogen. Schämst du dich nicht? Ich hab ihr geholfen, doch. Ich schwöre, Bruder. Du musst mir glauben, Bruder. Ich hab sie gefragt. Okay, jetzt hörst du mir mal zu. Du hast mich damals... Guck mir in die Augen! Du hast mich damals... Wegen was? Hä? Ich bin in den Knast gekommen, fast wegen dir. In den Knast! 15 Tage Knast, 23 Stunden Zelle. An diesem Tisch... Wegen mir, du bist in den Knast gekommen, weil du bist dumm. Deswegen bist du in den Knast gekommen. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Jetzt hörst du mir zu. Ich will von dir. Ich sag es dir einmal. Ich will von dir. Guck mal, wie viele Jungs ich hinter mir habe. Tamam, der Typ ist wasch. Der trainiert seit 10 Jahren. Okay, guck ihn in die Augen. Jimmy, ist das Jimmy der... Ja, er ist breit geworden, aber das ist ein anderes Thema. Ich will von dir 20.000 Euro haben. Morgen, du bringst woher, es mir? Woher soll ich 20.000 besorgen? Soll ich dich jetzt ficken oder später? Ich hab nichts gemacht. Morgen, ich treffe mich 15 Uhr, wir treffen uns, du gibst mir das Geld morgen. Hast du verstanden? Heul nicht! Gib dir einen Klatscher. Reicht! Okay. Bruder, was ist das denn? Bruder, guck mal nach vorne, Jalla! Also morgen, wie viel gibst du mir? 20.000. 20.000. Wir sehen uns morgen. Klatsch den weg, schmeiß den raus, Jalla! Jalla, komm mit! Komm mit! Jalla, verpiss dich! Jetzt mal eine Frage, Aziz. Hör mal zu, wo ist jetzt unser Geld, ha? Darum kümmern wir uns ja morgen. Okay, Jungs, der hat gerade gesagt, dass er da hinten ist. Da, ich hab den gerade gesehen. Kommt alle mit. Der wird sehen, was er hat. So, mein Freund. Du hast gesehen, ich bin nicht allein gekommen. Ich bin mit meinen Jungs da. 20.000, würde ich sagen. Yeah. Ja. Du willst 20.000 von mir. Hör mal zu, gib mal das Geld jetzt. Von deinem Freund willst du 20.000. Von meinem Freund, der mich verraten. Du hast mich verraten. Was für Freund. Du hast mich verraten. Du weißt, wofür ich dich verraten habe, Bruder. Du weißt, was traurig ist? Du weißt genau, ich würde das niemals so machen, Bruder. Ich diskutiere nicht mit dir rum. Gib mir das Geld. Ich diskutiere nicht mit dir rum. Gib das Geld jetzt. Du bist dir also sicher. Gib das Geld. Ja, ich will das Geld haben. Fick mit jedem, aber nicht mit Familie. Ich komme jetzt wieder. Ich hol das Geld. Alles gut, ihr werdet heute alle bezahlt. Ihr werdet alle bezahlt, Jungs. Da war nochmal Zeit. Wen ruft der denn jetzt, der Vollidiot? Ananusikim. Willst du das Geld haben, Abu Aziz? Willst du die Geld haben? Bist du sicher? Ralf! Willst du das Geld haben? Ralf! Oh mein Gott! Jungs, macht doch was! Jungs! Aber Aziz! Nein! Aber Aziz! Junge, was hab ich davon Geld? Aber Aziz! Willst du Geld haben? Oh, Bruder, was soll ich dir sagen? Entschuldigung, Jan. Jan. Hallo? Hallo? Also, wenn er hier so weitergeht mit der Schlägerei, ne? Ich dachte, wie die Polizei, ne? Also, willst du Polizei rufen? Hol ihn mal, zeig ihm mal die Polizei. Bruder, zeig ihm mal die Polizei. Willst du Polizei rufen noch immer? Komm her. Nein. Alles gut. Komm jetzt her. Unterlassene Hilfeleistung. Tamam, geh weg. Unterlassene Hilfeleistung. Was hab ich davon Geld gehört? Ich will keinen Cent in. Es hat Spaß. Spaß gemacht. Ich hab Spaß gemacht, Bruder.
Spaß. Auf einmal ist Spaß geworden. Einmal der ist vom Prankboss jetzt geworden. Von Marvin Kelvin haben wir nachgeguckt. Schau! Was? Abi, tut mir leid. Sieben Leute mit dir. Abi, das sind nicht meine Jungs. Die sind einfach so gekommen. Ich kenne die gar nicht. Du hast sie eben noch befohlen. Nein, nein. Und ihr macht mir auf Männer. Ihr Zehennagel macht ihr mir auf Männer. Und du gehst du weg, ich will morgen eine Entschuldigung von dir. Küsst du meine Hand in die Schule vor ganze Klasse. Sieh weg jetzt. Jalla weg, Ole. Weg mit dir. Geh weg, bevor ich meinen Cousin hole und jetzt... Okay, Sebastian. Was ist da los? Ich muss mit dem Taxi weg. Gib mir 10 Euro. Aber ich hab das alles gleich verbergen. Gib mir das Geld. Okay. Ich muss hier weg. Creator Code aussehen. Leute, lasst noch einen Daumen nach oben da, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Video fandet und im besten Fall abonniert ihr noch den Channel und aktiviert die Glocke.